vergangenen Sonntag, eigentlich war das ja erst vorgestern, im Wunschradio-Spezial ist Michael Pobisch zu Gast gewesen. Vielleicht haben Sie es ja gehört. Der gebürtige Wiener ist seit den 80er Jahren eigentlich nicht mehr aus der heimischen Musikszene wegzudenken. Er hat in unzähligen Bands gespielt. Sein Herz, das schlägt eindeutig für den Austropop, wie er uns verraten hat. Im Grunde genommen lebe ich hier in Österreich. Ich habe zwar woanders schon gelebt, aber ich bin Österreicher. Ich lebe hier und das Österreichische ist bewusst nicht das Deutsche. Ist meine Heimatsprache. Natürlich kann man sich in der Heimatsprache besser ausdrücken als in einer anderen Sprache. Das ist einer der Hauptgründe. Und wie gesagt, ich bin eben groß geworden mit den Protagonisten des Austropops: Ambros, Danzer, Fähnrich, Hirsch, Cornelius, wie sie alle heißen oder hießen. Und jetzt ist Michael Pobisch sozusagen auf Solopfaden unterwegs. Gemeinsam mit Gernot Ursprung hat er Ende April ein Album herausgebracht, einfach anders. Und damit ist er wieder nach vielen, vielen Stationen zu seinen musikalischen Wurzeln zurückgekehrt. Mit dem Album Einfach anders haben wir versucht, mein Produzent Gernot Ursprung und ich, eine logische Fortsetzung des Austropops aus den 80er, 90er Jahren zu generieren. Und ich glaube, das ist jetzt ganz gut gelungen. Mir gefallen die Titel, Nona, sind ja meine eigenen. Aber ich bin fasziniert und wahnsinnig demütig überrascht, dass ich fast 100% positives Feedback über das Album habe. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil das Album ja auch eben Texte hat, die eher zum Nachdenken manchmal sind, aber immer mit einem positiven Verknüpfung. Also wie gesagt, das Leben ist schön. Vor kurzem also, Ende April, das Album Einfach anders erschienen und ja, es wird schon an einem weiteren Album gearbeitet. Ja, das planen wir. Also wir haben jetzt keine Deadline und sonst irgendwas, aber wenn wir Ideen haben zur Musik oder Text, dann besprechen wir das und wir treffen uns bei Ihnen im Studio und bringen das einmal auf die Festplatte und dann schauen wir weiter. Also wir arbeiten kontinuierlich eigentlich daran, ja. Und wir hören jetzt gleich einmal hinein in das aktuelle Album von Michael Pobisch. Und das ist ganz untypisch für einen Wiener, nämlich lebensbejahend. Und wenn auch Ihnen die Musik von Michael Pobisch gefällt, Sie können bei mir jetzt ein Album sich abholen. Schnell anrufen unter 038 42 43 3 mal die 0 43. Michael Pobisch, das Leben ist schön.